Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich begrüße Sie zu Let's Talk Campus und ich freue mich sehr, Sie im Namen des Hochschulforums Digitalisierung und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre begrüßen zu dürfen. Es sieht hier gerade im Raum noch nicht ganz danach aus, aber wir haben tatsächlich 1200 Anmeldungen, wobei wir natürlich auch nicht so ganz klar waren, CT, ST, von daher ist es hier jetzt gerade noch ein bisschen leerer, aber man sieht schon online auf der Plattform, es führt sich wirklich im Sekundentakt. Auf uns warten heute 50 Programmpunkte, also Talks, Workshops, Sessions, Diskussionen und wir haben tatsächlich mehr als 100 SpeakerInnen, also wirklich eine ganze Menge. Es geht ja bei uns heute um die Zukunft des Campus, um die Zukunft der Hochschule, also wie soll diese Hochschule aussehen, wie soll Lehre aussehen, wie kann Lehre innovativer werden, wie kann sie inklusiver werden und auch nachhaltiger. Also das soll wirklich so ein Campus werden, an dem sich jeder Mensch wohlfühlen kann und total willkommen fühlt. Und das sind natürlich alles Fragen, die schon vor Corona wichtig waren, aber sie werden jetzt noch wichtiger. Sie wurden durch Corona einfach noch wichtiger. Und was bei uns jetzt hier ganz wichtig ist, was natürlich für die komplette Veranstaltung gilt, ist, dass Studierende im Mittelpunkt stehen, weil sie sind ja auch diejenigen, die das Ganze am allermeisten betrifft. Und von daher ist der Großteil der Einreichungen, also der Großteil der Einreichungen basiert tatsächlich auf Ideen von Studierenden. Und auch mehr als die Hälfte der SpeakerInnen sind Studierende. Jetzt stelle ich mich vielleicht auch noch kurz vor. Mein Name ist Sabine Pusch, ich bin Journalistin und Moderatorin und arbeite überwiegend für den Bayerischen Rundfunk. Da habe ich ziemlich lang die Sendung Campus Magazin moderiert und bin auch jetzt Autorin bei Alpha Uni. Und was vielleicht noch irgendwie in diesem Kontext interessant sein könnte, das sage ich jetzt sonst nicht bei jeder Vorstellung, aber studiert habe ich in Regensburg, und zwar Medien-, Kultur- und Politikwissenschaft. Und dann habe ich meinen Master in München an der LMU und der Deutschen Journalistenschule gemacht. Genau, und im Grunde will ich jetzt auch gar nicht so viel erzählen und reden, sondern direkt übergeben. Und zwar an Oliver Janoschka, den Geschäftsstellenleiter des Hochschulforums Digitalisierung. Ja, vielen Dank, Sabine. Ein ganz herzliches Willkommen bei Let's Talk Campus. Es ist ein besonderer Moment, in schwierigen Zeiten über die gegenwärtigen Herausforderungen, aber vor allen Dingen auch über die Gestaltungsmöglichkeiten im Hochschulbereich zu sprechen. Und das tun wir schon seit einigen Jahren mit einer engagierten Community, die sich auch heute hier eingefunden hat, die mitwirkt. Und das ist vielleicht auch das Besondere im Hochschulforum Digitalisierung. Wir reden nicht nur drüber, sondern wir setzen diese digitale Transformation um an den Hochschulen gemeinsam, kollaborativ. Und das finde ich sehr, sehr spannend bei solchen Gelegenheiten, das einmal sichtbar auf der Bühne zu haben. Wer ist da alles dabei? Mit welchen Ideen? Und wir haben heute mit Let's Talk Campus eine besondere Premiere, weil wir mit den Studierenden in einer Ausprägung gemeinsam über dieses Thema reden, wie es sonst, glaube ich, nirgendwo der Fall ist. Ich war vor 2 Tagen in Europa, in Brüssel, und hatte da wieder die Klassik vor Augen. Ein Studierender als Repräsentant für die Studierendenstimme. Wir, es wurde gesagt, haben hier über 50% Studierendenbeteiligung, die wirklich mit ihren Ideen am Tag und am politischen Abend, auf den ich auch schon sehr gerne hinweisen möchte, die Gelegenheit, das in wirklich lebendiger Form sich anzuschauen, zu vergegenwärtigen und damit auch die Zukunft zu gestalten oder die Zukünfte, denn wir sind überzeugt, es gibt nicht nur eine Form, sondern es braucht dafür viel Partizipation und gemeinsame Gestaltung. Und da geht was in Deutschland, da geht was an den Hochschulen in schwierigen Zeiten und wir freuen uns da auf diese gemeinsame Auseinandersetzung. Ein ganz herzliches Dankeschön an ein großartiges Team, was das hier überhaupt ermöglicht hat heute, an das BMBF für die Förderung. Und auch ganz herzlich an die STIL, an die Stiftung für Innovation in der Hochschullehre, die mit uns gemeinsam schon letztes Jahr beim University Future Festival diese Kooperation eingegangen ist. Und ich glaube, sie bewährt sich, in Kollaboration so ein Thema voranzutreiben. Und das Gute ist, es ist heute nicht der letzte Tag, es geht weiter. Wir arbeiten daran,
für das nächste University Future Festival im April. Und insofern sind da viele Gelegenheiten hier, die Ideen zu sammeln, sich zu inspirieren und dann damit weiterzuarbeiten. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an alle, die dazu einen Beitrag leisten und im Besonderen nochmal die Changemaker hervorgehoben, die eben auch über die Jahre mit uns hier schon dieses Thema vorantreiben, als Netzwerk produktiv in den Hochschulen wirken. Dass ihr das hier möglich macht, freut mich ganz besonders. Und in diesem Sinne viel Erfolg bei den Wegweisern, die wir heute hier sehen werden. Und ich gebe weiter. Genau, vielen Dank für die einleitenden Worte. Und ich gebe im Grunde auch schon direkt wieder weiter an Dr. Cornelia Raue. Sie ist die geschäftsführende Vorständin der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Danke, Frau Pasch. Ja, ich grüße auch in die gesamte Republik. Vor allen Dingen grüße ich die Studierenden, die hier von allen Orten aus der Bundesrepublik zuschauen und die hierher gekommen sind, heute hier in Berlin-Kreuzberg. Und freue mich auch, die ganzen Vernetzer, Förder und Gestaltenden der Lehre hier begrüßen zu können, die Lehrenden, die sich darum bemühen, dass die Studierenden eine Zukunft bekommen, wie sie jetzt neu geprägt werden muss. Let's Talk Campus und das University Future Festival sind sehr bottom-up getriebene Veranstaltungen, die vor allen Dingen auch von Studierenden für Studierende gemacht werden. Und die Themen, die hier besprochen werden, die sind demzufolge immer ganz relevant, brandaktuell. Also wie soll der Campus der Zukunft aussehen? Die Pandemie hat uns ja drastisch vor Augen geführt, wie dem akademischen Leben der Atem ausgeht, wenn der Campus leer bleibt, und stellt gerade viele Universitäten auch in den vielleicht nicht Metropolen, sondern eher regionale Universitäten und Hochschulen vor die Frage, wie das für die Zukunft gestaltet werden soll. Das sind ganz viele Zukünfte, wie Janoschka gerade gesagt hat. Und die können heute hier in ganz vielen Talks und Workshops besprochen und ausgemalt werden. Wie soll es aussehen? Was braucht es dazu? Deshalb ist es gut, dass wir auch als Stiftung, die solche Zukünfte mitgestalten und fördern können, da sind. Wir sind auch total überrascht von der Resonanz. Ist natürlich ein Kompliment an die Macher, die genau das richtige Thema, das am Puls der Zeit ist, gefunden haben. Ich glaube, Sie hatten gerade gesagt, 1200 sind schon zugeschaltet. Und auch hier wird sich das heute noch füllen. Auch heute Abend, der politische Abend, bringt die zusammen, die eben diese Zukunft gestalten wollen. Es ist auch sehr schön, dass ungefähr 50% der Beiträge selbst von den Studierenden gestaltet sind. Und ich möchte auch noch mal die Kooperation würdigen des Hochschulforums Digitalisierung und unserer Stiftung. Es war im Übrigen letztes Jahr die allererste Kooperation, die wir überhaupt eingegangen sind mit einer anderen Einrichtung. Damals noch ganz euphorisch, immer noch euphorisch. Inzwischen gibt es schon ein paar Prozesse, auf die wir zurückgreifen können. Was ich aber sagen kann, es ist viel Arbeit, aber es hat denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die davon erzählt haben, immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das auch hier in der Veranstaltung durchdiffundiert, der Spaß an der Arbeit. Und ja, ich freue mich, dass wir weiter zusammenarbeiten werden. Ich denke, Digitalisierung und Hochschullehre gehören einfach ganz eng zusammengedacht. Und wir haben uns hier auf einem guten, fruchtbaren Weg gemacht. Ich wünsche allen, die heute hier dabei sind, Spaß. Bleiben Sie vor allen Dingen neugierig, stellen Sie viele Fragen. Und ja, bis heute Abend, wo wir uns dann hoffentlich auch analog hier alle noch zusammenfinden. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir haben auch noch ein weiteres Grußwort tatsächlich. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wurde ja gerade schon von Oliver Janoschka angesprochen. Und leider ist es so, dass unsere Bundesbildungsministerin unabkömmlich ist. Also sie wird gebraucht in der Politik. Deswegen haben wir sie in Videoform bei uns. Und deswegen sage ich jetzt Film ab für das Grußwort von Bettina Stark-Watzinger. Liebe Studierende, liebe Hochschulmitarbeitende, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort in Berlin oder zugeschaltet über das Internet. Ich darf Sie ganz herzlich zu Let's Talk Campus begrüßen, der digital-hybriden Konferenz zum Campus der Zukunft.
Gemeinsam organisiert vom Hochschulforum Digitalisierung und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, zwei der großen Treiber für Innovation und Digitalisierung. Die Hochschullehre in Deutschland erlebt derzeit einen Moment des Aufbruchs. Die Ad-hoc-Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben eine neue Dynamik entfaltet. Und die wirkt bis heute. Neue Lehr- und Lernkonzepte. Die Einbindung digitaler Technologien, neue Raumkonzepte und vieles mehr sind Gegenstand der aktuellen Diskussion. Nicht nur an den Hochschulen, auch in der Politik. Der Wissenschaftsrat ist das wichtigste Beratungsgremium von Bund und Ländern in Wissenschaftsfragen. Und er hat in diesem Jahr gleich zwei vielbeachtete Empfehlungen vorgelegt. Eine zukunftsfähige und digitale Ausgestaltung von Studium und Lehre. Diese und weitere Empfehlungen liegen auf dem Tisch. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung stärkt die Hochschullehre. Unter anderem über die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und auch mit dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, über den wir gerade mit den Ländern beraten. All dies schafft ein Momentum, Studium und Hochschulleben jetzt neu zu denken. Dabei können und sollten wir auf den Erfahrungen der Pandemiesemester aufbauen. Nicht alles hat damals reibungslos funktioniert und viele haben die Pandemiesemester als sehr entbehrungsreich empfunden. Und für mich ist ganz klar, dass die Studierenden im Mittelpunkt jetzt der Entwicklung stehen müssen. Sie haben alle unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse. Für sie muss der Campus der Zukunft einen Mehrwert schaffen. Studierende müssen mit ihrer Perspektive in die Gestaltung der Zukunft des Lernortes Hochschule eingebunden werden. Das ist ganz entscheidend. Und erst am Montag hatte ich einen sehr anregenden und offenen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Studierendenorganisationen über Qualität und Formate des Studiums der Zukunft. Und Veranstaltungen wie die heutige zeigen, die digitale Transformation der Hochschulwelt ist ein Prozess, bei der die aktive Gestaltung wichtig ist und auch Spaß machen kann. Die Anmeldezahlen haben die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertroffen. So habe ich es gehört und ich bin sehr froh über so viel Begeisterung und Engagement. Aus dem Momentum des programmatischen Aufbruchs zu einem Momentum der Transformation, der Umsetzung und der konkreten Veränderung wird. Das wünsche ich mir. Dies erfordert von allen Beteiligten erstens den Mut, Neues zu erproben. Zweitens Bereitschaft, Fehler auch mal zuzulassen und sie dann zu korrigieren. Und drittens Offenheit, zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen. Denn ich bin überzeugt, der Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Transformation liegt in der Kooperation. Innerhalb einer Hochschule, aber auch der Hochschulen untereinander. Wir brauchen eine neue Kultur der Zusammenarbeit auf allen Ebenen und von allen Beteiligten. Bund und Länder müssen gemeinsam die Rahmenbedingungen schaffen, damit Vielfalt, Kreativität und Innovationen gefördert und nicht behindert werden. Gerne hätte ich heute mit Ihnen zusammen diskutiert, doch die Haushaltsberatung des Deutschen Bundestages erfordern leider meine Anwesenheit in Berlin. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hochschulforums Digitalisierung, der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, für die Organisation. Aber vor allem danke ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die machen mit ihren Beiträgen diese Veranstaltung zu dem, was sie ist. Ein Brennglas der aktuellen Diskussion und ein Wegweiser auf den Campus der Zukunft. Herzlichen Dank.